Love is in the air. We're born and there we fight. Love is in the air. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Und da sind sie weg gewesen. Seine einzigen drei Eier. Ich habe meine noch. Hallo miteinander im Merli-Ecke. Da bin ich wieder, euer Foodie von gestern. Heute erzähle ich euch die Geschichte vom Froschkönig. Froschkönig Frötzli hat er geheissen, ist ein kurzhaariger Brüllenträger gsi. Aber nicht sehr lang. Auf jeden Fall ist er in seinem Brunnen unten und der Brunnen war so dunkel und tief, dass er eigentlich gar nicht so recht gewusst hat, wann er für ein Tier ist. Aber seine Haut hat sich glitschig feucht und nass angefühlt. Und er hat gemeint, er sei ein Kaugummi. Auf jeden Fall war er so ein richtiger Pariser. So ein Latex-Fetischist. Franzos. Hat immer Franzen in der Soße gehabt. Wie der Frosch also die Tunne hüttelt. Er war ein richtiger Froschkönig, hat der Frosch das Auftreten gehabt, hat auch sehr viel Froschschutzmittel getrunken, hat er Pokémon-Karten gefressen, die Reize, die Pfeile umeinander gerührt, einfach so Sachen gemacht, was ein Frosch halt so macht. Ist ein richtiger Double gsi. Schwuchtel. Auf jeden Fall muss man jetzt überlegen, wie ich das Märchen zu Ende erzählen könnte. Der Frosch war auch ein bisschen masochistisch veranlagt. Er hat sich nämlich immer mit einer Fitze gehauen und au gerufen, ist nämlich von Fitzen auch gekommen. Auf jeden Fall hat er noch eine Schwester gehabt, die hat Quark geheissen. Die hat in der Migro in der Bioabteilung als Magerquark geschafft. Ist ein ungespritzter Frosch gsi. Hat sogar einen Naturplanstempel auf dem Füdli gehabt. Das ist ihres Losli gsi. Auf jeden Fall ist denn irgendwann im königlichen Garten so hüpft die Höhe ein ganz herziges Prinzessli auftaucht. Anita hat sie geheissen. Der Königsvater hat immer gesagt, Tochter ist Anita. Sie war eine Herzige, lange goldene Haare hatte sie unter den Achseln. Und hat ganz dezent vor sich hingestunken. Und dann hat sie ein Deo gefressen. Und wo sie zum Maul ausgeschaumt hat, ist ein Jäger gekommen und hat sie wegen Tollwutgefahr verschossen. Und jetzt wäre das Märchen eigentlich fertig. Aber dann habe ich gedacht, mache ich weiter. Mir fällt sicher noch ein hoher Scheissdreck. Jetzt mache ich euch fertig. Das Prinzessli, wie gesagt, ein herziges Mädchen, sie hat noch eine Schwester gehabt.
Die hat ein bisschen Gras geraucht. Brigitte hat sie geheissen. Auf jeden Fall hat doch die Falten bis am Boden runter. Sie hat ausgesehen wie ein chinesischer Faltenhund. Sie hat nämlich von 130 auf 54 Kilo abgenommen. Hat ausgesehen wie ein Flickenteppich vom Möbelfester. Richtige Zwetschgen ist es gewesen. Dumme Chatterfeigen. Nur Rumpelgrüte. Kuhblöde. Pasteurisierte. Auf jeden Fall ist irgendwann denn der Wolf aus seinem Velotürli gekommen. Er hat nämlich den Wolf zwischen den Beinen gehabt. Und das hat dann richtig gefuchst. Und plötzlich hat er gemerkt, dass er jetzt zwei Schwänze hat. Ein Wolfsschwanz und einen buschigen Fuchsschwanz. Das hat ihn ein bisschen imprägniert. Irritiert. Und dann? Ich bring da hure ein Scheissmärchen nicht zu Ende. Ist Prinzessin zum Brunnen gegangen, wo plötzlich der Frötzl, der kleine Frosch, der Froschkönig gesessen ist. Und dann hat sie zu ihm gesagt, bist du der Frosch, den ich muss küssen? Und der Frötzl hat gesagt, nein, ich bin der Brüder, mir muss einbleiben.